Wenn du niemandem vertrauen kannst, wenn du misstrauisch durch diese Weltgeschichte rumläufst, dann nicht, weil du komisch bist oder weil irgendwas mit dir nicht stimmt. In der Regel sind misstrauische Menschen, haben eine Berechtigung zu misstrauen. Es ist berechtigt, dass sie nicht jedem trauen oder kaum jemandem trauen. Was kann ich jetzt machen, um mich innerlich zu stärken, um wieder ins Vertrauen zu kommen? Du kannst dir auf dieser Welt nicht sicher sein, nie kannst du dir sicher sein, dass du nicht enttäuscht wirst, wenn du vertraust. Du kannst dir nie sicher sein, dass du vertrauen kannst und nicht verarscht wirst. Was du aber tun kannst, ist, anstatt die Energie in die Angst reinzugeben, was, wenn ich verarscht werde, hoffentlich, ja, mich schützen und so, kannst du die Energie da reingeben, darauf zu vertrauen, dass du genug Kraft hast, damit umzugehen, wenn du verarscht wirst. Menschen tun sich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, nicht absichtlich verletzen. Und wenn du ein Mensch bist, der sehr oft verletzt wurde, steckt da oft Trauma aus der Kindheit dahinter. Wenn ich als Kind oft verletzt wurde, ziehe ich als Erwachsener immer wieder Menschen an, die mich verletzen. Und da kannst du noch so viele Übungen machen zum Vertrauen, das wird dir nichts bringen, weil du wieder missbraucht wirst in deinem Vertrauen. Das heißt, bau eher die Kraft auf, dass du damit umgehen kannst. Schau in die Vergangenheit und schau, was da für Traumas waren. Nimm dir einen Coach, einen Therapeuten oder Bücher. Joey Dispenza, seine Bücher sind gut, kann ich unten verlinken. Und schau, dass du da anfängst, Schritt für Schritt an dir zu arbeiten, um deine Vergangenheit zu verarbeiten, damit du das im Außen nicht mehr anziehst, diese ganzen Missbrauchsgeschichten, egal auf welchem Level ist es, emotional, körperlich, finanziell, da gibt es ja verschiedenste Geschichten. Und komm zu dir ins Vertrauen, dass was, egal was da draußen passiert, du die Kraft hast, damit umzugehen. Und damit alles Liebe und bis zum nächsten Mal.